Wenn der Ski viel quer gestanden ist, hat viel gestaubt, es hat toll ausgeschaut, aber es war nicht schnell. Du musstest schauen, dass der Ski auf der Kante zieht. Und das habe ich dann konsequent überlegt, mit dem Auto zu machen. Also das, glaube ich, war sicher der Schlüsselpunkt. Die Skandinavier sind immer noch ihren alten Stil gefahren und sind viel zu spektakulär gefahren.